Paluten, kann ich dir auch noch meinen Joke zeigen? Ja, welchen Guck mal, Joke? ich mach Wassermelone. Sehr schön, Easy. Dafür Da habe ich kriegst sogar du. Dafür. verstanden, dass das schon Easy? Easy? Wassermelone Dafür ist. bekommst du einen Stern. Was? Also mein Stern ist nichts mehr wert. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Und meine Damen und Herren, was war in den letzten Folgen los? Absolutes Chaos. Trotzdem haben einige unserer Klone sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Andere hingegen haben teilweise die Luftschiffe verlassen, sind ansonsten einfach irgendwo runtergeflogen. Aber die sind scheinbar, seid ihr wieder zu Hause? Hi, Tim! Nicht, nicht, nicht. Du hast doch gerade ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Übrigens, meine Damen und Herren, nicht nur Tim ist dabei, sondern natürlich Itzi, German Let's Play und Sturmwaffel. Hi! Oh. Wie komme ich denn jetzt hier Hi. rein? Also, Hat keiner gesehen. An der Seite ist ein Eingang. Ja, und ich mache meinen eigenen Eingang. Was? Hallo? Wo ist er? Bin ich schon oben? Wo ist er denn? Itzi? Wo steckt der denn? Ich check's auch nicht. Da, da ist der, hinten! Hallo? Was? Oh, ich bin zu hoch. Na da. Brenne! Brennst du jetzt auf TNT? Oh nein, was macht der denn? Oh, Itzi, du brennst auf TNT. Oh nein, Das Izzy. war ein. Izzy, du hast nur noch 6, 5 HP, 4? Nee. Izzy. Nee. Izzy, nein. Schon die Oh, ganze jetzt ist er jetzt wieder gelöscht. Ich wollte schon fast den Molotow. Ich lösche dich mit meinem Schwert. Ich lösche schon wieder. Okay, nein, nein. Lass den armen Jungen in Ruhe. So, meine Damen und Herren, alle wieder auf ihre Positionen. Jetzt gibt's aber Izzy, für dich habe ich eine sehr, sehr gute Aufgabe. Boah, bin gespannt. Warum hilft ihr mir denn nicht hier unten? Hast du das? Du kannst auch gerne. Ich es will gibt jetzt nicht mit einen dem neuen Glip Squad. Zusammenarbeiten. Denn, mit dem Glip nicht, ey. Du könnt gerne mitkommen. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen Müll entfernen. Das kann Hab nicht wahr sein. Hab euch verloren. Da. Hab euch verloren in einem ich Dorf. Hab ich mit vier oh Gott, Häusern, diese Alter. Diese Kisten. Haben wir irgendwie noch Kisten? Paluten. Ja. Ich bräuchte mal ganz kurz eine Designentscheidung von dir. Okay, ich komm, Guck mal, kurz, Sturmi. Komm kurz auf die Toilette. Mhm. Guck mal, hier ist Wasser drin, ne? Wo? Hier ist Wasser drin. Etwa, genau. Ja? Also entweder... Ja? Guck, ich mach Wassermelone. Entweder so, dass links und rechts ein Kart hin kann, oder halt hier und hier, dass in der Mitte nur eins hin kann. Das ist natürlich die Frage. Links und rechts wäre ja schon besser, weil... Ja. Die Leute, dann kann natürlich einer den Posten verlassen und der andere cruise ganz schnell auf den Posten. Dann werden wir schneller. Das geht, ja. Ja, das wäre besser. Also letztlich dann nur in the middle. Sehr, sehr gut, Manu. Manu, du bekommst schon... Einen Stern! Ja, du bekommst für die heutige Folge schon einen Stern. Ja! Arsch. Manu hat den Stern. So, die anderen müssen sich jetzt noch ein paar Sterne verdienen. Aber Entschuldigung, ich habe genügend Sterne. Oh, Smurf, obwohl... Ja, du hast einen halben Stern, weil... Was? Ja, warte. Weil ich ja natürlich noch nicht... vollkommen Oh, ich glaube, der Wachturm brennt. Wie ist das passiert? Vielleicht vom halben Stern entzündet. Nein. Ich kann ja noch nicht, die Folge ist ja noch nicht vorbei. Das ist wirklich wunderschön, Smurf. Du bekommst drei Viertelsterne. Warte. Weil ich kann ja nicht... Ne? Alles schön. Ist sehr Was schön. Ich da in der Mine geleistet habe, Alter, das kannst du nicht mit deinem Scheiß da aufwiegen. Nein, nicht Banunu dagegen werfen. So, Izzy. Ich habe jetzt immer noch nichts hier weggeworfen, was ich eigentlich machen wollte. Also zumindest hat jemand noch eine Kiste gefunden. Ja doch, Izzy, komm, folge mir. Hier ist eine Kiste. Was ist in der Kiste? Ach hier, genau, hier können wir ein bisschen was... Ah, ich habe ja noch den Backpack, ich die Idiot. So, warte mal, Backpack. Da sind Radieschen drin. So, dann packen wir hier mal den ganzen Kram, weißt du, diese neumodischen Sachen. Brauchen wir nicht, wir brauchen Schwerter, das ist die Zukunft. So, Izzy, jetzt komm mal mit hier. Ja, ich komme sofort mit. Denn wir müssen so ein bisschen das Buschwerk... entlichten. Ui. Alles klar. Wieso, was ist da? Okay, der, Jungs. Der Buschwerk. Von Agathe? Nein, das Buschwerk von den Bäumen. Nicht, was ihr wieder denkt, ihr kleinen, ne? So, Paluten, kann ich dir auch noch meinen Joke zeigen? Ja, welchen Joke? Guck mal, ich mach Wassermelone. Sehr schön, Izzy. Dafür ja, kriegst du ganz verstanden, dass Izzy, das schon Izzy, dafür bekommst du einen Stern. Was? Also mein Stern ist nichts mehr wert. Ich hab zwei Sterne. So, Izzy. Ey, ja, ich hab Schere, 10. Oder? Tim? Ich hab 10. Ist Tim, wo ist denn Tim? Ich kann Edgar scheren. Ah, Tim, dich bräuchten wir auch für den Entscherungs-Squad, falls du Zeit hast.
Ja, ein bisschen habe ich noch. Scheiß Faulenzer. Oh, ich habe zwar einen recht straffen Zeitplan, aber das muss ich noch so gerade. Eigentlich ist jetzt gerade die Ayurveda-Kur. Eigentlich ist gerade schlecht. So, Tim, du hast ja auch zwei Scheren. So, und damit, weil hier vorne, guck mal, wenn wir hier vorne angegriffen werden, das ist natürlich nicht gut. Von hier, hier brennt doch irgendwas. Riechst du das vielleicht, auch? Vielleicht ja. Die drei fünf Sterne, würdest du das an? So, wir müssen jetzt hier irgendwie erstmal, hat jemand eine Axt? Ja, ich. Aber ich kann ich leider nicht abgeben. Damit funktioniert das nicht, Tim. Smurf, hast du eine Axt für mich? Ich habe eine. Ach, du hast eine. Ich geb dir eine. Oh, die funktioniert nicht, Izzy. Wo ist Mann? Krieg ich trotzdem einen Stern? Nee, warte hier. Noch einen Stern, bitte. Manuel, einen halben. Alter, einen ganzen, du Arsch. Oh, Mann. Also, Manuel, weg. Anderthalb. So, okidoki. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hoch. Bauen wir uns mal so einen kleinen Weg in den Baum hier hoch. Weil dann müssen wir hier so ein bisschen scheren. So, zack, ich knall ich. Zack. Hier schön hoch. Und hier. Hier leck ich mir. Was ist denn los? Wo seid ihr denn? Tim brennt. Wieso brennt Tim? Tim brennt gar nicht. Ich weiß auch nicht. Er stand da und plötzlich hat er Feuer gefangen. Und ich bin selbst ganz nervös, aber wir konnten ihm nicht helfen. Aber wir konnten ihm wirklich nicht helfen. Er brennt, glaube ich. Schade. Ist vorrasiert. Mann, Tim ist so verdammt heiß. Ich noch mit Benzin. Ah, warte jetzt. Oh Gott, jetzt bin ich gestolpert. So, warte. Oh. Wir müssen irgendwie hier safe in die Baumkronen rein. Cool. Perfekt. Guckt euch das an. Genau. Tim steht im Weg. Und hier müssen wir jetzt ordentlich mal so ein bisschen cutten. Weil wir brauchen ein bisschen mehr. Was? Cutten, nicht cutten. Das habe ich verstanden. Okay, genau. Und jetzt können wir richtig ausrasten hier oben. Können wir richtig schön hier alles zerstören. Zack, Alter. Pass auf, dass du nicht den Edgar triffst da. Nee, alles easy. Alles easy. Tim ist einfach nur genüssen. Oh, jetzt. Alter. Tim. Oh, das sind so Apples. So, warte mal. Hier zum Dorf hin müssen auf jeden Fall ordentlich welche weg. Und okay, die Schere ist jetzt. Bitte? Und warum machen wir das jetzt? Ja, damit wir weiter gucken können, wenn die Gegner beim PvP-Event angekommen, die sehen wir ja sonst gar nicht. Wisst ihr, was noch ein Mega-Joke wäre? Ja? Mit der Schere in der Hand, Steinschere, Papier zu spielen. Das wäre geil. Stimmt. Das könnte man wirklich machen. Mhm. Ist eigentlich voll die coole Idee. Also nur mit der Schere wäre halt dumm, ne? Weil dann macht jeder Schere. Aber haben wir Papier, haben wir Bücher? Ja, man hat Papier. Papier hast du doch auch. Hab ich gerade. Als Item. Ja, natürlich, aber ob wir das jetzt haben. Wir können ja einfach sagen, Melone ist Papier. Ja. Melone. Ja. Ja, aber das wäre nicht stilecht. Und wieso backe ich hier in der Gegend rum? Hilfe! Hilfe, Freunde! Ja, Tim! Alles sterben. Ausreden, wir nur nicht arbeiten. Ja. Tim, Hilfe! Ja, schon wieder. Hast du irgendwas am Finger auf einmal, ne? Tim. Für diese, guck mal, die anderen haben mich nur ignoriert, einen Stern. Wirklich einen Stern. Ey, ich bin arbeiten, ich kann dir nicht helfen. Ja, aber ihr habt schnippische Sachen darüber gemacht. Ich muss natürlich auch so ein bisschen meinen Einsatz honorieren. Deswegen, Paluten. Was für einen Einsatz? Extravagante 7 Sterne heute für dich. Weil du hast es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Schön, wie du hier alles abschubberst, wie du das Team im Griff hast. Meine Schere ist kaputt. Achso, ja, du kannst. Nur habe ich keinen Bock mehr. Also, das sind aber auch viele. Junge, wir haben uns ja kaum durchgeschert. So, Izzy? Ja. Hast du da gerade Lava gesetzt? Das kann nicht sein, die kam von oben, es hat geregnet. So, warte mal. Ja, aber Izzy, so brennt. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Izzy, so brennt alles ab. Ja, ich wollte es ja die ganze Zeit ausmachen, aber Tim meint, das wäre eine gute Idee. Hä, wieso bin ich jetzt hier? Hast du nicht gehört? Ich kann hier gar nichts brennen, oder? Echt nicht? Das ist deine Lava. Gerne nicht. Ja. Also, jetzt mal ohne Witz, das ist Tims Lava. Also, wäre echt cool, wenn ich den Turm nicht nochmal neu bauen müsste. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier mal wirklich. Ey, kann das sein, dass das. Doch, warte, hier vorne müssen wir zumindest alles mal frei machen. Kommt mal alle zu mir. Hier muss richtig geschubbert werden. Zack, warte kann mal. Kann ich jetzt nicht hier sehen. Hä, wo ist denn mein ganzes Iron? Hä? Also ich habe auch noch Iron, falls du. Ja, brauchst, ich würde dir nicht vertrauen. Der Glip, der hat ja alles geklaut, habe ich eben gesehen, wie er es ja aus der Hintertasche gezogen hat. Der Glip. Ich würde ihm ganz schnell den Stern abziehen und mich, weil ich hab's gesagt, mir geben dann. Izzy? Ja. Izzy, komm her. Petzen mag niemand.
Ich brenne hier alles ab. Ich drehe am Rad. Ich drehe. Da, 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 da. Ich heb ab. Ja. Okay, hier sieht's auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Hier kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr gucken. Das finde ich sehr, sehr gut. Also unser Squad ist auf jeden Fall gut. Wie sieht's denn? Ich muss natürlich auch die Sachen kurz kontrollieren. Habt ihr da oben noch Iron, Leute? Oder soll ich was von Manu holen? Für Scheren. Oh, guck mal, der Edgar. Guck mal her. Ja, der sitzt da. Hä? Moment mal. Aber nicht lange, oder? Moment mal. Hier stimmt irgendwas nicht. Wir scheinen... Irgendwas... Hier gibt's einen Fehler in der Matrix, meine Damen und Herren. Oh. Es gibt einen Fehler in der Matrix. Ich weiß nicht, wieso. Was? Ich kann's euch nicht erklären. Ich darf es nicht erklären. Es ist einfach ein Fehler in der Matrix. Ist das ein Fehler in der Matrix? Ja. Kann das sein, dass es ein Fehler in der Matrix ist? Ich glaube, es könnte einer nur sein. Manu, hast du kurz... Hier, guck deine Kiste! Ja, wahrscheinlich hab ich das in meinem Backpack. Da! Oh. Ne, hier. Hier drin. Nice, wunderbar. So, das tausche ich natürlich hier gegen Oak Leaves. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, was Manu denn in der Zeit gemacht hat. Oh nein. Okay. Mann, nie schenkst du mir Aufmerksamkeit. Ich hab voll viele coole Sachen gemacht. Wir waren noch... Oh, das ist schön. Oh ja, so ist das geil. Alter, das ist wirklich sehr, sehr schön, Manu. Das finde ich wirklich Weltklasse. Muss man die einfach mal lassen. Das ja, sieht scheiße aus. Drei Sterne Abzug, alle von mir. Nee. Also, das ist wirklich schön. Manu, insgesamt für diese Folge würde ich dir wirklich... 27 Sterne, bitte. 27 kann ich dir nicht geben. Meine Aber Schere ist wieder kaputt, weil ich so viel fleißig arbeite. Ja, für diese Folge, also Leute, German Let's Play, Weltklasse. Jetzt müssen wir gucken. Oh, Smurf, hast du gerade einen Block gesetzt? Nee. Alter, Edgar ist auch so ein Stalker, ne? Muss es wahrscheinlich irgendwie der 3-5-Stern sein, der hier rumschwirrt. Ja, warte. Jetzt am Ende der... Sorry. Aua, das habe ich nicht gedacht. Oh Gott, hier sind irgendwelche Viecher. Mit Carsten. Das war in Mexiko damals noch besser, Alter, als ich irgendwie hier so Gartenarbeit gemacht habe. Jetzt gucken wir mal. Architektonisch wirklich eine Meisterleistung. Das einzige Problem sind natürlich die Falltüren, durch die man nicht so gut durchkommt. Ja, das geht ja auch nicht um Schnelligkeit, sondern Aussehen. Nein! Ich wurde hier nicht engagiert, um irgendwas produktiv Tolles zu machen. Hallo Hundi, ich muss Sally auch unbedingt mal holen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Tower. Smurf, auch für dich. Was ist hier los? Rumrum gemacht. Alles klar. Läuft. Gut. Smurf kriegt auch ein Sternchen mit Ausrufezeichen. Vor allem ich mit so einem Hackebeil in der Hand. So, Izzy, hier sind weitere Scheren für dich. Och, ich wollte nie Friseur werden. Oh, jetzt habe ich dir aus Versehen das Iron noch gegeben. Oh. Nee, aber Izzy ist scheinbar voll. Genauso wie... Oh, jetzt hat er das Iron. Egal. Oh, damit kannst du auf jeden Fall... Sprechen. Oh. Also, Izzy? Heiß, Alki, ey. Du kriegst heute auch. Also, dafür, was du heute hier geschafft hast... Aber es war ein Kampf gegen Windmühlen mit den Dingern. Wie dick sind denn diese ganzen Bäume? Ist unglaublich. Aber egal, ein bisschen können wir schon sehen. Ich habe extra ausgemessen. 4,36 Meter Stern. Okay. Stern, bitte. Oh, ist Tim da oben bitte noch am Arbeiten? Einen Stern? Ja, Tim ist natürlich. Da oben noch ordentlich am Scheren. Also, Leute. Ja, weil der Übel hat. Ich habe schon zweimal nach neun gefragt. Ich hatte kurz einen Disconnect. Da war wohl gerade mein Internet ein bisschen weg. So, da bin ich das wieder. Das ist, weil ich so viel abbaue. Du hast gerade sogar wieder was hinzugefügt. Das ist skandalös. Warte mal, wir müssen noch hier den Baum nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Wie noch Kohle? Nee, ne? Nee. Kohle. Ah, Kohleblock hier. Nice. Ja, warte. Oh, das ist auf jeden Fall. Doch, hier ist schon mega viel weg. Das ist nice. So, Tim auch. Sternchen mit Ausrufezeichen. Izzy ebenfalls. Pidizzle. Muss man natürlich nochmal hervorheben. Weltklasse. Der war Klasse, wow. Was war denn wieder? Oh Gott! Vollkommen asozial. Ich mache jetzt beim Minecraft Love mit. Bei Minecraft Love. Leute, wir sind bei Minecraft Freedom und heute am Ende nicht bei Minecraft Love. Wie immer, schaut gerne bei all den Leuten mit einem Stern, mit Sternchen und Ausrufezeichen und bombastischen anderen Sachen. Unten in der Videobeschreibung sind die ganzen Schlawiner verlinkt. Schaut dort unbedingt vorbei. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Morgen um 14 Uhr geht es weiter. Edgar rastet im Hintergrund aus. In diesem Sinne, habt alle noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.